Die Ansage der Bundeskanzlerin in der Flüchtlingskrise, wir schaffen das, will die Bundesregierung jetzt auf eine solide Basis stellen. Flüchtlinge sollen schneller arbeiten dürfen, als ein wesentlicher Schritt zur Integration. Ziel der Bundesregierung ist, das Entstehen einer Parallelgesellschaft zu verhindern. Ich glaube, das ist ein Meilenstein. Wir haben insbesondere das Thema Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zu Beschäftigung, Zugang zu Integrationskursen ganz wesentlich gestärkt. Dieses Gesetz betrifft ihn ganz unmittelbar. Fahed Khalili ist vor einem Jahr aus Syrien nach Deutschland gekommen. Der Jurastudent glaubt, Deutschland braucht ein Integrationsgesetz. Und für Flüchtlinge ist vor allem wichtig, die Sprache zu lernen und einen Job zu finden. Kritisch sieht er den Punkt, dass Flüchtlingen der Wohnort vorgeschrieben werden kann. Viele Leute, die in ein kleines Dorf kommen oder aufs Land, haben es schwer, dort Arbeit zu finden. Und wenn sie nicht in einen anderen Ort gehen dürfen, dann haben sie ein Problem. Die Organisation, die Fahed bei seinem Start in Deutschland hilft, begrüßt das Gesetz, findet diesen Teil aber problematisch. Ich halte das erstens für völker- und europarechtlich schwierig. Ich glaube nicht, dass das überhaupt machbar ist. Auch für die Integration ist es absolut schwierig für die Leute. Sie müssen auch irgendwie in ihren Communities Halt finden. Und das wird durch so eine Wohnortzuweisung verhindert. Die Bundesregierung betont, dass das Gesetz dem Grundsatz Fördern und Fordern folgt. Wir sagen auch sehr deutlich, weil wir aus der Vergangenheit, wo wir diese Integrationsangebote nicht gemacht haben, gelernt haben, erwarten wir auch, dass Menschen dieses Angebot annehmen und damit die Integration auch besser gelingen kann. Dafür aber, so Kritiker, müssten bessere Voraussetzungen geschaffen werden. Fördern und Fordern ist ein guter Grundsatz, wenn die Förderanteile eben vernünftig vertreten sind. Bei den Sprachkursen, wissen wir, fehlen uns ein Drittel der Kurse. Wenn man den ersten Schritt nicht tut, aber den zweiten verlangt, dann riecht das ein bisschen nach Populismus. Kritiker beklagen außerdem, das Gesetz gehe in die falsche Richtung und behindere Integration, statt sie zu fördern.